peinlicher Logikfehler in She-Hulk? Dass sich Disney bei dieser Serie keine große Mühe gegeben hat, steht ja jetzt schon fest. Deswegen heißt es bei mir mittlerweile jede Woche nach Feierabend einfach Hirn aus und unterhalten lassen. Aber folgender Moment hat mich, mal wieder, Fragen zurückgelassen. Wong muss gegen Dämonen kämpfen und braucht scheinbar so dringend She-Hulks Hilfe, dass er sie bei ihrem Date stört. Dann kämpfen beide gegen die Dämonen und beide machen ein paar coole Moves, um die kleinen, knubbeligen CGI-Klumpen in eine andere Dimension zu befördern, was ja voll in Ordnung ist. Doch dann setzt Wong auf einmal einen Zauber ein, der sämtliche Dämonen im Raum mit einem Schlag einsaugt und die Sache ist erledigt. Easy. Und ich frag mich direkt, ja, aber warum hat er das nicht sofort als erstes gemacht? Warum zieht er der She-Hulk dann überhaupt mit rein? Warum holt er sich nicht noch schnell drei andere Magierschüler aus Kamatage? Warum nicht sogar Dr. Strange? Der hat doch gerade eh nichts zu tun. Weil die Serie She-Hulk heißt. Ja, aber ist es nicht traurig, dass wenn She-Hulk endlich mal was zu tun bekommt, es absolut sinnlos ist? Dass den Autoren kein besserer Grund für einen Kampf einfiel, außer, dass sie bei Wongs Sidequest dabei ist? Und dass, obwohl sie die Hauptfigur der Serie ist, warum macht sie denn nicht mal darüber einen vierte Wand-Kommentar? Schön, aber vergesst nicht, wer der eigentliche Star ist. Ja, du irgendwie nicht. Wie findet ihr die Serie denn? Habt ihr Spaß dabei oder nervt euch auch so ein?